Kälte muss er mit der eigenen Wärme ausgleichen. Die Gegenstände des täglichen Gebrauchs stoßen den Menschen sacht, aber beharrlich von sich ab. Ihre Kälte muss er mit der eigenen Wärme ausgleichen, als Vertreter einer aufsässigen Materie, deren Gefährlichkeit sie durch die eigene Hoheit ins Licht zu setzen bestrebt sind. Der Entartung der Dinge, mit welcher sie dem menschlichen Verfall folgen, die tüchtigen. Thank you.
selbst das Land beschwert. Kälte muss er mit der eigenen Wärme.